Schamanismus habe ich auch noch eine Frage. Du erzählst in einem Kapitel, dass du dich mit einem Schamanen, ich glaube aus Ecuador, unterhältst, der dir sagt, die Europäer sollten nicht fremde, also nicht-europäische Rituale kopieren, sondern versuchen, zu ihren eigenen schamanischen Wurzeln zurückzufinden. Ja, das ist total wichtig. Also, wenn man jetzt zu den Indianern geht, also bei den Shipibo, ist man echt am besten aufgehoben. Da erlebt man das und kann daran teilnehmen. Das ist für die Shipibo seit Jahrtausenden ganz normal, dass Leute aus aller Welt kommen, um bei ihnen Ayahuasca zu trinken. Und die Erfahrungen sind natürlich total wichtig und schön, aber daraus dürfen wir nicht denken, oh, ich mache das so wie der Shipibo-Schamane, ich bestelle mir die Sachen im Internet und kopiere das Ritual und verteile das. Das geht nicht, weil das Ritual ist abhängig von der Persönlichkeit des Schamanen oder der Schamanin. Bei Ayahuasca sind es meistens Männer, aber bei den Shipibo gibt es auch Frauen, die das machen. Wenn ihr da mal einen Tipp braucht, Doña Elisa in dem Dorf San Francisco an der Laguna Yarinacocha in der Nähe von Pucallpa, Amazonien, Peru. Und meinst du, das kann funktionieren, zu den Wurzeln irgendwie des europäischen Schamanismus vorzudringen? Ja, wir sind ja Teil der Wurzeln. Weißt du, wenn wir keine Wurzeln hätten, wären wir ja nicht hier. Und in Europa gibt es so viele ehemals schamanische Rituale und Mysterienkulte und so, die unglaublich reich sind, die sich mit den Substanzen, die hier zur Verfügung stehen, entwickelt haben. Und da können wir natürlich jetzt auch nicht sagen, okay, ich baue einen Tempel und das ist das Telesterium von Eleusis und jetzt kommen alle und kriegen alle einen Trip und erleben dann das, was die griechischen Philosophen und so da erlebt haben. Das ist natürlich Quatsch. Aber wir können durch Erfahrungen mit Schamanen anderer Kulturen viel mehr erstens merken, was uns fehlt. Zweitens aber auch merken, dass wir das ja nur machen, weil wir solche Wurzeln haben. Weil sonst würden wir ja gar nicht auf die Idee kommen, bei einem Schamanen Ritual zu besuchen. Und der älteste archäologische Hinweis für Schamanismus der gesamten Welt ist in der Schwäbischen Alb. Das ist die berühmte steinzeitliche Figur aus Mammutelfenbein geschnitzt, der Löwenmensch. Wo durch der Löwenmensch denkt man immer, das ist ein Löwe, ein Mann. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es eine Frau ist. Und die steht halt, man sieht ziemlich deutlich das Schamdreieck, also fast überdeutlich schon. Und ihr Kopf ist der Kopf eines Höhlenlöwen. Und das könnte darauf hindeuten, dass das ein schamanisches Kunstwerk ist, was die Möglichkeit der Tierverwandlung in Ekstase oder Trance darzustellen. Und dieses Objekt ist 40.000 Jahre alt. Und das haben wir hier in der Schwäbischen Alb. Da gab es noch keine Schwaben, sondern noch die alteuropäischen Jäger. Und auch Neandertaler gab es auch noch und so. Aber diese Dinge begleiten uns bis heute und da ich gerade von dem Höhlenlöwen spreche, Entschuldigung, ich muss mal eben. Ihr kennt auch alle den Ausspruch, sich in die Höhle des Löwen begeben. Habt ihr euch nie gefragt, was das denn für ein blöder Spruch ist? Weil es gibt keinen Löwen, der in Höhlen lebt. Heutzutage. Aber vor 40.000 Jahren gab es auf der Schwäbischen Alb Höhlenlöwen, die in Höhlen gelebt haben. Und die zum Teil die Höhlen auch mit Menschen geteilt haben. Und warum sagt man jetzt, sich in die Höhle des Löwen zu begeben? Es gibt keine einzige Erklärung dafür.
Das Einzige möglicherweise ist, dass das die Erinnerung daran ist, wenn man als Schamane oder Schamanin initiiert wird, dass man dann in die Höhle des Löwen zu gehen hat, um diese Herausforderung zu meistern und dazu durch beweisen, dass man schamanische Kräfte hat. Also, das ist eine Möglichkeit, wie man mit unseren Wurzeln umgehen kann. Thank you.